Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist traditionell ein starker Standort für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Mustererkennung. Bereits vor mehr als 40 Jahren wurde die Basis geschaffen in den Bereichen Computervision, Sprachverstehen und medizinische Bildanalyse. Nach und nach siedelten sich weitere Schwerpunktthemen der KI an. Das bekannteste Beispiel ist die MP3-Geschichte, wo man verstanden hat, was das menschliche Ohr eigentlich wahrnimmt und die Bereiche rausfiltert, die das menschliche Ohr überhaupt nicht wahrnimmt. Das ist eine Teilkomponente, ein Teilaspekt der künstlichen Intelligenz. Aber wir waren auch in verschiedenen Bereichen sehr aktiv. Wenn Sie heute schauen, im autonomen Fahren haben wir bereits Mitte der 90er Jahre erste Autos hier auf den Straßen fahren lassen, die Fahrerunterstützungssysteme erforscht haben. Und in der Medizintechnik haben unsere KI-Algorithmen seit 15, 20 Jahren, also in ihren festen Stand innerhalb der Systeme, die verkauft werden. Aktuell arbeiten mehr als 60 Lehrstühle und Professuren der FAU an Themen zur künstlichen Intelligenz. Kein Wunder, dass die FAU mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch auf dem Digitalgipfel 2018 der Bundesregierung vertreten war. Unter anderem mit einem eigenen Stand zur KI-Spitzenforschung im Bereich Gesundheit. Ich denke, die Frage ist nicht, ob man Digitalisierung berücksichtigt oder nicht. Es ist ein Muss. Die Frage ist, wie gehen wir das Ganze an? Man muss die Digitalisierung ernst nehmen. Die Konzepte in der Forschung, in der Ausbildung, in der Lehre werden sich verändern. Wir werden zunehmend digitale Angebote haben. Daran arbeiten wir auch. Und die Gefahr ist, dass wir zu viel darüber sprechen, wo liegen denn die Gefahren und die Probleme der Digitalisierung, anstatt es zu machen und das eng zu begleiten mit den kritischen Fragen, die natürlich gestellt werden müssen. Um die Zukunft der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz mitzugestalten und voranzutreiben, hat die FAU 5 Forschungscluster identifiziert, die sie in der FAU AI Map gesammelt hat. Auf dieser Seite gibt es einen Überblick dazu, inklusive der FAU-Professorinnen und Professoren, die zu bzw. mit KI forschen, sowie den beteiligten Industriepartnern.